Jo, servus die Madeln und grüß euch die Buben. Ja, top Wetter wieder. Wir haben 17 Grad, da 16. Und ich bin einmal wieder ein bisschen unterwegs. Will mir auch gar nur ein bisschen die Beinchen vertreten. Beinchen ist gut. Und gewohnte Gegend, da am Wasser herum bei mir bei der Donau. Und will mir eigentlich nur ein bisschen eine schöne Zeit machen, wieder Kleinigkeit essen. Ja, Wetter ausnutzen. Und ich bin allein, es ist heute Dienstag. Es gibt nichts Schöneres. Beim Umfahren schon fast keine Autos unterwegs. Und da wahrscheinlich auch keine Sau. Oder vielleicht da so ein Nutschifahrli, aber sonst nichts. Ja, schauen wir mal, wie ich dementsprechend schön ins Platzl finde und dann schauen wir weiter. Na, so ein schönes Platzl wie da, das hätte mir gefallen, aber ich will da noch ein bisschen weiter rein in den Dschungel gehen. Ich bin da noch ein bisschen ziemlich weit heraus. Na, schauen wir. Ja, der Bärlauch blüht auch schon. Das heißt, jetzt werden die Blätter dann schon ein bisschen bitterer. Ja, da wo die Sonne erscheint, ist ganz schön warm. Puh, he? Ein Stückchen aufschauen. Was ist auch schön, ein bisschen an Wind haben wir, bewegen sich ein bisschen die Oberfläche. Naja, Stickel schauen wir weiter. Schön mal wieder da. Die Seerosen sind auch schon gekommen, schön. Ich denke, ich werde jetzt noch ein Stück in die Richtung. Der Führer geht, da müsste das Platzl sein, wo ich schon mal war. Dort war es eh super. Das suche ich mir jetzt. So, jetzt habe ich mich da ein bisschen durchdruckst. Und siehe da, da ist das Platzl, wo ich schon mal war. Ah. Ja, Freunde, ich seh's. Ja, da muss ich auf alle Fälle gleich mal die Westen ausziehen, weil da knallt die Sonne her. Schön. Ja, legen wir mal an, ziehen wir aus und dann schauen wir weiter. So, ja, ich hab mir mal wieder alles hergerichtet. Mein Schluck. Wow, das ist wirklich warm. Ja, und dann möchte ich gleich an dieser Stelle bei zwei YouTubern bedanken. Und zwar, der erste ist der Franz vom Kanal Boogie Kraxen, verlinke ich euch natürlich da oben, ist eh klar. Der hat gesehen, dass ich mir denselben Drange Sturmkocher gekauft habe und auch probiert habe, da einmal mit Brennpaste zum Momentum probieren quasi. Habe ich aber da kein richtiges Schüssel dazu gehabt, da gibt es die richtige dazu. Und dann hat mich der gute Franz angeschrieben und hat gefragt, ob ich so eine Dose haben will, weil er hat zufällig noch ein zweites original verpackter Hamling. Wo ich natürlich nicht nachgesagt habe, hat mich wirklich sehr gefreut. Und der hat mir die Dose jetzt zugeschickt. Ist ein ganz normales Alu-Dosel. Und das passt jetzt natürlich auch in den Sturmkocher genau rein. Ist Pippi Feinst von Drangia. Ja, ich habe mir da gleich mal so ein Fire Dragon reingehaut. Ist quasi in Reserve. Das packt man aus, schmeißt man da rein und kann dann mittels Brennpaste kochen. Aber heute nehmen wir mal Spiritus. Ja, und in dem Sinn herzlichen Dank nochmal an den Franz dafür. Hat mich wirklich gefreut. Und dann hat mir der Miesegrau was geschickt. Kanal verlinke ich natürlich auch gern da oben. Und zwar das Tassel, was er damals geschnitzt hat. Und das hat er mir geschickt. Und das hat mich natürlich riesig gefreut. Also
die Tassen schaut geil aus, wird natürlich heute sofort eingewehrt mit einem Essen. Und was er mir noch dazu geschickt hat, ein super Löffel. Schaut der nicht geil aus? Naja, das bringe ich mein ganzes Leben nicht zusammen. Hinten mit einem Schauer, den werde ich wahrscheinlich heute auch brauchen. Und einen Feuerstall noch, den habe ich jetzt daheim liegen. Ich glaube, den habe ich in einen anderen Rucksack schon eingepackt. Aber Pippi, feinste Sachen. Was mich wirklich sehr gefreut hat darüber. Für das möchte ich mich bei euch einmal recht, fall mir nicht runter, recht herzlich bedanken. Ja, wie spät haben wir es? Wir haben jetzt 3:15, das ist natürlich Zeit zum Essen. Einen kleinen Hunger habe ich schon. Ja, es gibt heute nicht Überwältigendes. Ich habe mal wieder so einen Uncle Benz, das ist mein Champion. Und dazu natürlich ein paar Speckwürfel, die werden wir sich vorher abrutzeln. Und das Ganze natürlich im Sturmkocher. Ja, Sturmkocherl ist wieder da, den habe ich mir in die Waage gestellt. Das passt so. Und wir betreiben den heute mit Drangia. Und da kann ich euch einen kleinen Tipp geben, ich glaube, ich habe das eh schon ein paar Mal gezeigt. Haut euch da oben ein Ranger Band drüber. Es hat einen super Grip und könnt die viel besser aufmachen. Wenn die ordentlich zugeknallt sind, bringt man die fast nicht auf. Ranger Band drüber. Und das Ganze geht ratzfatz. Den kleinen Topfset nehme ich mir, das muss vollkommen dann reichen. Den Ast habe ich mir heute sicherheitshalber weggebogen, dass er mir nichts mehr abschmeißt. Und da kommen jetzt gleich mal ein paar von den Speckwürfeln rein. Herrlich! Ein bisschen eine Spezialmischung vom hier wieder drauf, ist egal. So, und jetzt kommt die Premiere aus der Schale. Das muss schon sein. In dem Sinne, Mahlzeit. Perfekt. Und aus den Schüsseln natürlich noch viel besser, ist eh klar. Ja, ich habe mir jetzt noch ein bisschen Bärlauch geholt und muss mir den noch ein bisschen verfeinern. Es hilft nichts, solange es noch einen gibt. Schaut das nicht lecker aus. Weiter geht's. Perfekt. Ja, ziemlich viel Pollen fliegen auch schon mal drum. Geht mal wieder auf die Nasen. Aber ist halt so. Aber der Löffel ist super. Der passt genau auf meine Schnauze. Herrlich. Ah, herrlich war's. So, erledigt. Ja. Und was ich jetzt komme, brauche ich nicht sagen. Ich richte mir gleich mal alles her dafür. Ja, das ist einmal wieder mein Ausblick von Essensplatzl da. Ah, jetzt hat der Ballenflug ein bisschen nachgelassen. Zuerst war es ein bisschen stärker, da hat man schon geglaubt, das schneibt. Aber man sieht es da drüben im Wasser, alles voll. Ja, in dem Sinn, jetzt wisst ihr, was kommt, meine Krankensäseln. Es sind wie immer die Ersten, die ich euch herzlich grüße, dass man gesund wird. Und meine restlichen Zuschauer und Abonnenten, dass man nicht krank wird, gell? Prost! Ah.
Ja, ist ja ein schönes Plätzl da. Jetzt steht es euch gut, oder noch. Es Tab da drin, wo das Zelt da her, war gigantisch. Da ist sicher die Hölle los auf die Nacht da, am Wasser. So, wenn wir das wieder ein bisschen waschen, wisst ihr, wie das geht. Wieder meine Zaubertücher ein bisschen verwenden. Die brauchen ja wirklich nicht viel Wasser. Gemütliches feuchtes Tierchen zum Auswischen. Einfach perfekt, muss ich sagen. Da haben wir das Zeug sowieso dann einmal ordentlich gewaschen, aber so nicht, dass der gröbeste Dreck einmal hier unten ist. Die Löffel werde ich daheim auch schön einölen wieder. Ja. Und so schnell geht das. Herrlich. Aber jetzt haben wir ein bisschen zusammen, ein bisschen. Wie kann man dann bleiben, aber ein bisschen da genießt das Ganze. Es ist so schön, echt geil. In der Zwischenzeit ist kurz vor 3 Uhr. Das heißt, ich werde mich jetzt schon langsam zusammenpacken. Richtung zum Autoretour. Muss noch Großmann da haben. Ja, bis später. So, wieder alles gepackt. Das machen wir wieder ein bisschen sauber, Mann. Passt, gehen wir. Ja, Freunde, das war's einmal wieder. Ich bin hier draußen wieder am Weg angekommen. Ein paar hundert Meter noch bis zum Auto. Ich sage wie immer, danke fürs Mitlaufen, fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Aufpassen, gesund bleiben und servus die Malen und pfiat euch die Buben.